Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute mal ein bisschen was aus der Reihe. Wie ihr vielleicht wisst, startet demnächst die neue Jan Böhmermann Show. Das ZDF Magazin Royal heißt jetzt, schön im Hauptprogramm. Und im Vorfeld wurde etwas sehr Interessantes veröffentlicht, nämlich ein kleines Puzzle, so wurde es genannt, für den neuen Intro-Song sozusagen. Wir haben, wie ihr hier seht, aber erstmal nur die Einzelspuren, also die klingen dann zum Beispiel so hier. Und unsere Aufgabe ist jetzt quasi das hier zusammen zu basteln. Wir haben insgesamt, oh Gott, rechnen, 15 Einzelspuren und ja, ich will euch einfach mal zeigen, wie ich das jetzt machen würde. Das komplette Intro wurde auch schon veröffentlicht, ich habe aber mit Absicht noch nicht reingehört, um mich erstens nicht zu spoilern und zweitens das mir nicht zu leicht zu machen. Das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal zu gucken, was für Instrumente wir haben. Die sind hier nämlich wahrscheinlich mit Absicht ein bisschen fies angeordnet. Und danach habe ich das erstmal sortiert, wie ihr das vielleicht hier auch schon sehen könnt. Also Rhythmusgruppe, Streicher und Bläser. Und jetzt schauen wir mal, was wir am besten als Orientierungsspur nutzen können. Also die Spur, nach der wir dann die anderen Instrumente ausrichten. Gucken wir mal, was spielen denn eigentlich die Drums? Wir sehen wieder, wo die Schwerpunkte sind. So, drei, vier, Moment, das muss ich mir nochmal anhören. Ah, die Snare ist nicht auf der. Ich glaube, die Snare ist nicht auf einem Downbeat. 2, 3, 4, 1, 2. Aha! Okay, da ist schon mal die erste Verwirrung. Ich habe es jetzt eigentlich auch nur daran erkannt, wie er sich dazu bewegt hat. Die Snare, die wir ganz oft auf der 2 und 4 haben, den typischen Backbeat, die ist hier an einer anderen Stelle, nämlich bei der, auf der 2 und. 4, 1, 2 und 3, 4 und 1. Okay, das ist schon mal eine kleine Gemeinheit. Schauen wir mal, was der Bass spielt. Ich glaube, das wäre ein guter erster Schritt, Bass und Drums zusammenzubringen. Sieht wieder, wie er sich bewegt. Das ist der klare Downbeat. Okay. Okay, das können wir auf jeden Fall verwenden. Und zwar, wo habe ich? Hier habe ich die Drums und hier habe ich den Bass. Man sieht hier relativ gut, dass das noch nicht ordentlich ausgerichtet ist an den Audiospuren. Wir werden es auch gleich mal mit Bild sehen. Wir hören mal rein, wie das hier klingt. Das klingt aber wahrscheinlich super chaotisch gleich. Aber vielleicht konnte sich das ZDF auch einfach keine guten Musiker leisten. Nein, das ist übrigens das Rundfunk-Tanz... Nein, das Tanz... Wie heißt denn das eigentlich? Das Rundfunk-Tanz-Orchester Ehrenfeld. Oder so. Finde ich ziemlich geil, was sie so spielen. Was man jetzt sehr gut machen kann, ein guter Ansatzpunkt, falls ihr aus irgendeinem Grund mal sowas zusammenpuzzeln müsst, passiert natürlich ständig, ist auf die Bassdrum vom Schlagzeug zu achten. Denn die spielt ganz, ganz oft exakt das gleiche wie der Bass, also das gleiche rhythmische Pattern. Ich mache nochmal nur die Drums an, hört mal drauf, was die Bassdrum spielt. Bum, 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 bum. Also es ist fast genau das, was der Bass auch spielt. Bum, 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 bum. Okay, nehmen wir mal die Gitarre dazu. Die Gitarre. In welcher Tonart sind wir eigentlich? Ich glaube, das spielt die Gitarre immer. Und wenn ich die Gitarre schon mal in der Hand habe, kann ich auch mal gucken, was denn eigentlich unsere Grundtöne oder Akkorde so sind, indem ich mal einen Bass reinhöre. Der spielt am Anfang nur ein E.
Okay. Also er spielt am Anfang ganz lange einfach nur ein E, Oktavwechsel, dann jetzt fehlen mir natürlich die tiefen Töne. Also geht von E zu D zu C und dann nicht direkt auf H, sondern A, H. Dann kommt die Pause und dann kommt wieder dieses typische Hit the Road Jack Bass-Teil und zwar. Also E, D, C, H und E. Okay, zurück zu der Gitarre hier. Ich habe es jetzt doch hier am Ende ausgerichtet und hier erkennt man auch schon relativ gut, dass das der gleiche Rhythmus ist, nur dass die Gitarrentöne hier nicht so lange nachklingen, also die Akkorde. Okay, das passt erstmal so. Jetzt nehmen wir noch das Keyboard, das Not dazu, denn das ist für mich so ein bisschen die feste Rhythmusgruppe hier. Deshalb habe ich die hier auch so schön nebeneinander gepackt. Und die anderen beiden, die es noch gibt, quasi dieser Synthi und die Percussion-Sachen, die sind schon so ein bisschen Bonus. Die sind so effektmäßig, die es für den Grundgroove nicht unbedingt braucht, aber die dann wahrscheinlich super schöne Farben und so ein Zeug noch reinbringen, die dann meistens in so einem fertigen Arrangement mit das Geilste überhaupt sind. Ich nehme mal auch an, dass der Synthi, den hatte ich mir nämlich kurz mal angehört, schön in das Break da reinspielt, denn er spielt gar nicht so viel, aber achtet mal drauf, wie geil das klingt. Aber das Ende, auch wenn er so ein paar Extratöne noch spielt, ist auch wieder der gleiche Rhythmus. Okay, ich denke, die Rhythmusgruppe passt jetzt erstmal für uns. Jetzt können wir entweder die Bläser machen oder die Streicher. Wir machen mal die Bläser. Also setzt wahrscheinlich hier die Band ein. Break. Nee. Ah. Den Break haben sie zusammen. Okay. Wo habe ich denn die Posaune? Wir basteln jetzt erstmal, also eigentlich ich, die einzelnen Blasinstrumente zusammen. Und. Ja, passt einigermaßen. Für YouTube reicht's. Okay, nehmen wir das Altsaxophon dazu. Oh yeah! Yeah! Oh, jetzt, das nimmt aber Gestalt an jetzt. Geil, das hatte ich gar nicht im Ohr, dass dieser was Cooles spielt. So, jetzt habe ich Trompete 1. Oh, hier sehen wir schon was in der Tonspur. Man sieht hier relativ gut, dass in diesem Teil die zusammenspielen, die Trompeten aber anscheinend einen Takt später einsetzen. Oder zumindest die Trompete, die ich gerade habe. Aber das Ende ist schon wieder gleich. Naja. Ach, diese trötigen Saxophone immer. Also ganz interessant ist, dass sowohl die Trompete als auch das Saxophon dieses spielen. Nehmen wir mal noch die andere Trompete dazu. Okay. Damit wären unsere Bläser fertig. Wir packen die mal dazu, ne? Ich wollte jetzt eigentlich die Streicher machen, aber wir packen die mal dazu. Damit mein Rechner nicht explodiert, nehme ich mal nur die Audiospuren. So, ich glaube, das müsste passen.
Okay, das klang schon ziemlich fett zwischendurch. Irgendwas hat mich irritiert in dem Mittelteil. Irgendwas war da nicht in Ordnung. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal jetzt um die Streicher. Wo haben wir denn das Cello? Is it me you're looking for? Das, was der Bass spielt. Was spielen denn so die hohen Streicher? Nehmen wir mal eine der Geigen. Habt ihr es gemerkt? Bei dem hohen Ton, wo sie diesen Aufstrich, heißt es Aufstrich? Ich glaube, es heißt Aufstrich. Da bleibt der Ton viel länger liegen, als er eigentlich klingen kann. Weil wenn der Bogen weg ist, kann da eigentlich kein Ton mehr klingen. Jedenfalls nicht so. Naja, ist ja auch egal. Bin schon wieder so pingelig heute. Ich probiere das mal direkt, ohne reinzuhören, einfach mit den Anzeigen hier zu machen. Die eine Geige, was spielt denn die eine Geige da für einen Ton? Da! Huhuhu! Was ist das für ein Ton? Du, das ist Fis, oder? Cool. Okay. Ich habe es mal fix zusammengebastelt. So sieht der aktuelle Stand jetzt aus. Und so klingt er auch. Okay, jetzt basteln wir nur noch fix die beiden verbleibenden. Was haben wir denn noch? Percussion und Synthi. Ach ja, genau. Dazu. Okay, habe ich komplett verstanden. Aber ich glaube, wir orientieren uns am letzten Schlag. Ah, besser. Und dann fehlt uns Venus auch. Oh, darauf freue ich mich besonders. Ihn kann ich gleich mal hier nach rechts basteln. Oh je, es ist nicht ganz mittig. Das wird Leute triggern. Uiuiuiui. Okay, wir hören mal alles zusammen an. Ich bin sehr gespannt. Ab geht's. Ich könnte jetzt natürlich hier noch rhythmisch die Sachen alle ein bisschen noch genauer rücken, aber da ich weiß, dass sie natürlich jetzt schon das fertige Intro hochgeladen haben, hören wir einfach mal da rein. Da ist es auch hübscher abgemischt, hoffe ich mal, denn ich habe mir jetzt da so gut wie gar keine Mühe gegeben. Geil. Oh, fett arrangiert auf jeden Fall. Bin ich ein bisschen hyped jetzt. Sehr, sehr geil. Und es ist genau das passiert, was ich gesagt habe, dass so diese vermeintlichen Kleinigkeiten, wie dieses Synthi-Ding, was da reingespielt wird, am Ende mit die geilsten Sachen sind.
Sehr cool. Okay, dann war es das auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, euch hat auch mal dieser etwas andere Content gefallen. Ihr könnt mir das ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Musikmachen. Habt noch eine wunderschöne Woche und macht's mal gut.